Denn ich wecke ihn mit einem gezielten Schuss auf den Arsch. Okay, ich muss hier runter, schnell. Und Dunevier beschwören. Mann. Mann, Dunevier! Aufstieg des Eigenen. Nein, das würde ich nicht. Nein, so. So, Dunevier, mach dich nützlich! Wo ist denn der alte Drache jetzt? Hallo, Mr. Old Dragon. Oh. Ich glaube, er ist pissed, dass wir ihn geweckt haben. Okay, da wäre ich auch pissed. Ich habe leider den anderen Drachenschrei noch nicht. Also den anderen Drachenrufschrei. Deswegen ich den anderen Drachen nicht rufen kann. Schieß dein Flügel an, du Bitch! Guck mal, ich will mal hier Postatronachen. Armbrust. Wo ist eigentlich Dunevier hin? Der Penner. Oh. Der Feigling hat sich verzogen. It's a final shot! Hell yeah, and you are going down. Wer ist der alte Drache now, hä? Huh? Wer ist es now? Rollschädel rum. Einfach so. Just for fun. Okay. Nicht nice. Und einen weiteren Drachen aufgenommen. Dankeschön. Yeah. Drachenzähler aufgenommen. Sehr, sehr cool. Was haben wir hier in der Truhe drin? Diamant, das, du, dort, D3 entfernen. Und welches Wort erlernen wir jetzt? Wort der Macht gelernt. Allianz Tierfreundschaft. Das ist ja wow, unfassbar. Ich bin begeistert. Und kein Drachenpriester. Na, klasse. Okay, ich würde sagen, wir gehen dann mal zurück zum Schlops. Zum Schlops. Und. Oder? Ja, ich wüsste jetzt nicht, was wir sonst machen sollen. Oder... Sollen wir was anderes machen? Ich werde gleich mal in die Quest. Ja, hier rein. Genau. Ich brauche aber noch ein paar Bolzen. Ich möchte gerne noch ein paar Bolzen haben. Und ihr habt die Tür aufgelassen. Da kommt doch die Vampire locker rein, wenn ihr die Tür einfach so auflasst. Das geht doch nicht, Leute. Ihr müsst doch auch ein bisschen an die Sicherheit denken. Ihr wisst, Safety first. So, wo gibt's denn jetzt hier mal schöne Bolzen? Hallo, guten Tag. Haben Sie ein paar Bolzen zu verkaufen? Hoffentlich versteht ihr. Das ist alles, was ich habe. Leider ist es nicht mehr. Wie nie eigentlich was? Nö, okay. Ein Holzschwert. Toll. Das macht sogar Schaden. Nice. Ich bräuchte verzauberte Bolzen. Ich kann es beibringen. Nein. Lebt wohl. Hast du irgendwie hübscher verzauberte Bolzen? Keine Kriegsjungfer, dafür aber einen ordentlichen Vorrat. Pfeile, das nehme ich auch. Danke. Die nehme ich auch. Danke. 20 Stahlbolzen nochmal, okay. Aber ich hätte gern andere Bolzen. Kämpf tapfer, Freund. Immer noch. Kennt mich doch irgendwie eigentlich nicht, aber egal. Ich könnte mal ein bisschen verzaubern. Und entzaubern. Wir haben nichts zum Entzaubern, richtig? Richtig.
Kann man eine Silberheizkette verzaubern? Yeah, Silberheizkette verzaubern! Mit einem gewöhnlichen Seelenstein! Ab geht's! Okay, das hat mir jetzt mega viel gebracht. Ich bin begeistert. So. Wo ist denn der Typ jetzt, den wir neu angestellt haben? Aber kann man sich eigentlich auch hier jetzt Bolzen selber herstellen? Nordic Eisen, Eisen. Bolzen, 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 Bolzen. Nö. Stahl, das sind ja Stahl. Genau, Stahlbolzen kann man selbst erstellen mit Feuerholz und Stahl. Aber ich möchte gern andere Bolzen. Die zwergische Bolzen, Zwergenbogen, Zwergenpfeil, Zwergenrüstung, Zwergenschwäche. Nö. Aber ich weiß doch, dass es irgendwo noch verzauberte Bolzen gab. Vielleicht kriegt man die von dem neuen Typen da, der super krasse Typ, der Filatitio oder wie der heißt, keine Ahnung. Injad, Angmaya, Belva, Kelan, Durak. Da. Filatitio, genau. Arkay sagt, es ist gut, dass wir hier sind, aber ich weiß nicht. Irgendetwas an diesem Ort ist seltsam. Weißt du, was ich sage? Was? Nein. 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 Ja. Verstehe. Also gut. Gut. Ich richte mich hier ein und dann werden Arkay und ich uns um die Sache kümmern. Macht euch keine Sorgen. Nice. Was habt ihr zu verkaufen? Nun ja. Ein paar Dinge, schätze ich. Elixiere, Heilmittel, ein Gift oder auch zwei. Du hast gar nichts. Hast du wenigstens... Ah, du hast Ektoplasma, geil. Sonst brauche ich von dir eigentlich nichts. Nee. Aber das Ektoplasma war mir wichtig. Denn damit kann ich immer noch meine Geisterklinge verbessern. Und das soll irgendwann die stärkste aller Waffen werden. Auch wenn das ja unrealistisch ist. Aber die ist bestimmt cool, die Geisterklinge. So, jetzt können wir auch jetzt Burgen finden. Das klingt doch nach einem Plan, oder? Ja, finde ich gut. Nach Markart müssen wir. Also in der Nähe von Markart auf jeden Fall. Gut, dann geht's da jetzt auch hin. Einen tödlichen ersten Schuss, ja. Aber ich mit dem langsam nachladen, das fällt jetzt nicht so sehr ins Gewicht. Finde ich. Das ist jetzt nicht so schlimm. Da sind Feinde. Irgendwo. Ach, guck mal hier. Guck mal einer. Schau. Na, Pfeil oder Armbrust? Wer wird gewinnen? Armbrust, mein Freund. Armbrust. Ihr habt einen Nord ermordet. Finde ich nicht cool. Aber ist mir ja eigentlich egal. Denn es werden noch viele Nord sterben. Im Bürgerkrieg, den ich noch nicht angefangen habe. Aber egal. Ist ja nicht so, als wären die ganze Zeit in Kampfbereitschaft oder so. Nee, nee. Okay, die Eisgeister zu treffen ist in der Tat etwas knifflig, müsste man sagen. Aber kein Problem für mich. Möchte ich auch sagen. Hier ist noch so ein Ork-Lager. Das können wir uns gleich mal sichern. So, gleich mal hingehen. Tag sagen. Moin sehen. Na, alles fresh bei euch. Super. Morkratzkur entdeckt. Kratzkur. Da hinten ist noch ein Säbezahn-Tiger. Den werden wir mal ein sehr unangenehmes Erwachen bereiten. Okay. Bam! Headshot in your face. Das nicht, aber einen kritischen Treffer. So, und jetzt geht's in die Höhle. Und Auriels Bogen ist nicht nur eine Metapher,
für einen Bogen oder sonst irgendwas. Nein, es gibt diesen Bogen echt und wir werden ihn erhalten. Und er ist, glaube ich, ziemlich stark, soweit ich mich erinnere. Und das ist cool. Schwarzfallhöhle entdeckt und rein da. Wie gut, dass ich die nicht vorher erkundet habe. Also privat. Im Spielstand. Ich werde eh nicht weit gekommen. Ich werde bald sehen, warum. Hier ist es erstmal sehr dunkel. Stelle ich fest. Dann fließt hier Wasser. Stelle ich außerdem fest. Mit meinem scharfen Auge. Das absolut alles sieht. So. Was ist denn hier? Achso. Frostspinne, get out of my way. Die ist nicht gut Kirchenessen. Was ist hier? Ich weiß nicht, wie es hier aussieht. Mundsteinerz. Ging es nach unten? Warte mal, ich brauche mal Licht. In Form eines Kerzenscheins. Wie ist denn jetzt hier weiter? Da nicht. Auf der anderen Seite auch nicht. Ja, denn, würde ich sagen. Huch, nee. Geronimo! Klatsch. Hey, Geronimo! Oh mein Gott, da ist ein Wasserfall. Wir nähern uns rasend auf den zu. Und, Platsch und tot. Halt. Oh Gott, Frostspinnen. Kann man hier auch noch zurück? Aua. Okay, du übertreibst gleich wieder. Nice. So, jetzt ist natürlich raus ist schlecht erstmal. Wer ist da? Bam. Ich denke, ihr könnt mir Angst machen, indem ihr von der Decke fällt. Ist mir scheißegal. Denn ich folge einen tödlichen ersten Schuss auf. Wer ist da? Ja, wo? Achso. Sehe echt nichts in dieser Höhle. Nichts ist noch. Nichts ist noch gut ausgedrückt. Okay. Ich wette, ihr seht noch weniger, weil es auf YouTube irgendwie ein bisschen immer dunkler ist als im Original. Aber keine Sorge, wir sehen alle im Moment nichts. Ist doch cool, oder? Wenn wir alle nichts sehen, dann sieht wenigstens keiner was. So. Da ist eine Truhe. Ich könnte auch natürlich eine Fackel an mich nehmen und damit den Weg erhellen. Schwarzfellhöhlen-Notiz, das gucken wir uns nochmal an. Da. Schwester, ich weiß, dass ihr kommen werdet, um mich zu finden, aber es wird zu spät sein. Wenn ihr diesen Brief findet, verlasst diese verlorene Höhle so schnell wie möglich. Wir waren Narren zu glauben, dass wir so nah bei derartigen Wesen wohnen und friedlich leben könnten. Ich hätte mit euch zum Lager zurückkehren sollen, nachdem wir hier unter den Fackeln, unten die Fackeln aufgestellt hatten. Ich dachte, diese Trolle wären anders, dass sie irgendwie verstehen würden, dass wir ihnen nicht schaden wollten. Ich bin umzingelt und es ist nur eine Frage der Zeit, bevor mich einer der Trolle umbringt. Ich hoffe, dass es ein schneller Tod sein wird. Lebt wohl, geliebte Schwester. Okay, hoffen wir auch und diese Dings werden wir mal irgendwie bringen. Und da ist eine Falle. Ist mir egal. Ich scheiß auf Fallen, ganz ehrlich. Mit fucking 54, also Level 54, da macht mir Fallen echt nichts mehr aus. Vor allem, wie ist hier an den ganzen Spinnen vorbeigekommen? Und was zum Teufel meint sie mit Trollen? Ich meine, hier sind keine Trolle. Glaube ich. Okay, hier ist auf jeden Fall ein großer Platz. Haltet die Augen offen. Mach ich. Guck mal, da hinten ist ein Troll. Weißt du, was ich mit Trollen mache? Weißt du, wie ich mit Trollen umgehe? So nämlich. In the face. Oder woanders hin.
Aber egal. Hauptsache, sie sind tot. Trolle als Haustiere halten, oder wie? Da sollten sie sich an die Dämmersternfestung wenden. Da ist nämlich jemand gut auf dem Gebiet der Trollforschung. Wir haben da einen Experten bei uns. Einen selbsternannten. Ich sehe echt nichts, ne? Ich laufe hier gerade blind durch eine Höhle. An jeder Ecke könnte ein Feind warten. Und ich würde ihn gar nicht sehen. Oh! Da bist du! Hallo! Was war das? Entschuldigen Sie! Entschuldigen Sie! Wer sind Sie? Hallo? Ihr habt hier nichts zu fürchten. Nichts zu fürchten, außer den Spinnen und die Trollen da hinten. Hallo? Ich bin Ritter Paladin Gelebor. Willkommen im großen Dom von Auriel. Diese Höhle ist ein Tempel für Auriel? Auriel, Alkosch, Akatosch, so viele verschiedene Namen für den Souverän der Schneeelfen. Schneeelfen? Ihr seid ein Falmer. Ich bevorzuge Schneeelfen. Der Name Falmer ist für die meisten Reisenden negativ vorbelastet. Warum wohl? Die verderbten Kreaturen, die ihr Falmer nennt, nenne ich die Betrogenen. Ich glaube, ihr wisst, warum wir hier sind. Natürlich. Ihr seid wegen Auriels Bogen hier. Warum auch sonst? Ich kann euch dabei helfen, es zu bekommen. Aber zuerst brauche ich eure Hilfe. What? Was für eine Art Hilfe benötigt ihr? Ihr müsst Erzvikar Virtur töten. Meinen Bruder. Euren Bruder töten? Warum? Zwischen ihm und mir gibt es keine gemeinsame Bande mehr. Ich verstehe nicht, was aus ihm geworden ist. Aber er ist nicht länger der Bruder, den ich kannte. Es waren die Betrogenen. Sie haben etwas mit ihm gemacht. Ich weiß einfach nicht, warum Auriel so etwas zulässt. Was genau haben die Betrogenen getan? Sie fegten ohne Vorwarnung in den Dom, mit dem Ziel, jeden zu töten. Habt ihr euch nicht gewehrt? Der Dom war ein Ort der friedlichen Anbetung. Ich führte eine kleine Gruppe von Paladinen an. Aber wir waren der schieren Anzahl der Betrogenen nicht gewachsen. Sie veranstalteten ein Gemetzel. Dann stürmten sie das Allerheiligste, wo sie Virtur verdorben haben. Das glaube ich jedenfalls. Ihr wisst noch nicht einmal, ob er noch lebt? Er lebt noch. Ich habe ihn gesehen. Aber irgendetwas stimmt nicht. Er sieht nicht so aus, als würde er Schmerzen leiden oder angespannt sein. Er steht einfach da und wacht, als würde er auf etwas warten. Habt ihr versucht, ins Allerheiligste vorzudringen? Die Wegschreine unbewacht zu lassen, würde meinen heiligen Dienst als Ritter Paladin von Auriel verletzen. Und ein Angriff auf die Betrogenen, die das Allerheiligste bewachen, würde nur mit meinem Tod enden. Wegschreien? Ja, lasst es mich euch zeigen. Der Erleuchtung war, dienten diese Schreine der Meditation und Beförderung. Die Prälaten dieser Schreine hatten die Aufgabe, unseren Initiaten die Mantren von Auriel zu lehren. Was bedeutet das Becken in der Mitte? Nach Abschluss seiner Mantren musste der Initiat einen zeremoniellen Wasserkrug in das Becken in der Mitte des Wegschreins tauchen und dann zum nächsten Wegschrein weiterziehen. Die Erbauer mussten also einen schweren Wasserkrug herumschleppen. Wunderbar. Und wie lange mussten sie das tun? Nun, nachdem ein Initiat die Erleuchtung erlangt hatte, brachte er den Wasserkrug ins Allerheiligste des Doms. Nachdem der Initiat den Inhalt des Kruges dann in das heilige Becken des Allerheiligsten gegossen hatte, erhielt er eine persönliche Audienz beim Erzkurator. Und all das nur, um es wegzuschütten? Das macht in meinen Augen keinen Sinn. Es ist symbolisch. Ich erwarte nicht, dass ihr das versteht. So, nochmal zum Mitschreiben. Wir müssen den ganzen Blödsinn tun, damit wir in den Tempel gelangen, wo wir dann euren Bruder töten und Auriels Bogen für uns beanspruchen können? Ich weiß, wie sich das alles anhören muss.
Aber wenn es einen anderen Weg gäbe, hätte ich diesen schon vor langer Zeit beschritten.